ganz aus. Das sind ja nur die Immobilien, damit man die beschützt. Naja, und ich hoffe, du kriegst auch Einnahmen davon. Was, was? No Saints in Steelport? Was? Was erlaubst du dir hier eigentlich, hä? Was erlaubst du dir hier? Nichts hier, No Saints in Steelport. Boah, das war jetzt echt böse. Hier, zeig dir No Saints in Steelport hier. Da, da, da. Warte, Motorradtyp. Danke. Guys love biker chicks. Oh, die I love biker chicks. Ja. Mein Charakter ist lesbisch. Mein Charakter ist aber nicht schwul. Aber lesbisch sein ist erlaubt. Schwul sein natürlich auch, aber. Naja. Lesbisch sein, ne? Und das ist irgendwie immer cooler. Ich glaube, ich gehe zum Saints, Planet Saints. Ich mag Oh. meinen Typ nicht mehr. Ich finde, er Was? sieht zu ordentlich aus irgendwie. Warte mal, seit wann habe ich die Klamotten eigentlich an? Schon etwas länger. Ich weiß Wer nicht. schießt mich da ab? Wer wagt es? Ich kann mich an die Folge erinnern, wo ich mir Rebellenklamotten angezogen habe. Und die Neonklamotten. Die waren davor aber. Dazu so sei ich kein Kommentar. Was ist los? Ach, nichts. Okay. Hab nur einen Bullen. Ja, angemacht. Darf ich dir mal ein neues Outfit zeigen? Es nennt sich Straßenkämpfer. Stell dir mal vor, so ein Typ kommt auf dich zu und nennt sich selbst Straßenkämpfer. Ja, du wirst schon von allen fotografiert, also das ist zu Recht. Die Polizei will mich aufhalten wegen sexueller Belästigung. Genau. Wegen öffentlichen Ärgernisses da. Und ich vertrete die bürgerlichen Rechte, da jedem erlaubt ist, zu tragen, was ja. Er möchte. Ja. Guck mal, die Saints sind doch gar nicht so böse, das sind einfach nur Protestanten. Beziehungsweise wir sind einfach nur Protestanten. Ist dir aufgefallen, in letzter Zeit protestieren herbe viele Menschen gegen irgendetwas im Fernsehen jetzt so? Ist doch richtig so. Nee, ich meine, irgendwie fangen jetzt plötzlich alle an, gegen alles Mögliche zu protestieren. Ich meine, ist ja kein Problem, aber. Es ist richtig so. Das ja, war vorher ja, einfach ist viel ja. zu wenig. Das ist die Sache. Das ist aber merkwürdig, wie auf einmal alle anfangen zu protestieren. Ich meine. Vor waren sie alle dafür und jetzt sind sie dagegen und vor war ich dagegen, jetzt bin ich dafür oder was? Nein. Es liegt einfach daran, dass die Menschen Augen offen jetzt offen haben, dass sie sehen, was wie korrumpierend unser Staat gerade mit uns umgeht. Und dass wir gar nicht mehr in einer richtigen demokratischen Gesellschaft leben. Wir haben immer alles versaut. Was denn? Ach, sei doch nicht immer so vernünftig, mein Gott. Man kann sich darüber Sachen aufregen, die keinen Grund haben. Aber über solche Sachen sollte man schon ein bisschen wissen. Jetzt lernt ihr nämlich mal hier was. Und zwar hier. Ihr wisst doch bestimmt noch Stuttgart 21. Ne? Es wurde protestiert von abertausenden Menschen. Demokratisches Recht sagt, nee, geht nicht, weil das Volk hat sich gegen entschieden. Zu Recht, wie ich meine. Aber nein. Trotzdem wurde Stuttgart 21 aufgebaut. Wo ist da jetzt noch die Demokratie vorhanden? Sag mir das Komisches? Was? Ich hab immer noch keine Ahnung, was das ist. Stuttgart 21. Ja. Hä? Ohne Witz, ich hab immer noch keine Ahnung, was das sein soll. Bahnhof. Ach so. Ja. Nee, aber ohne Witz, bis jetzt habe ich doch noch gar nicht gewusst, was das sein soll. Ich habe die ganze Zeit was davon gehört, alle labern was davon, ich habe keine Ahnung gehabt, was das sein soll. Tja, jetzt weißt du es. Jetzt ist mir auch egal. Naja, ist jetzt ist es auch zu spät. Da? Aber ich finde halt. Oh, das war eine Frau. Wollte doch einen Bahnhof aufgebaut, den wollte auch keiner haben.
Tja. Also ich würde nicht haben. Was für Schuhe hat nochmal die Farben? Ach egal, ich nehme die. Du kannst doch Farben einstellen, wie du willst, wenn du kaufst. Ja, ich hab mir nur überlegt, welche Farbe da halt am besten passt zu dem, was ich gerade mache. Pink. Nee, lass mal jetzt. Das habe ich schon schwarz genommen. Langweiler. Langweiler. Hua! Das Outfit ist mega cool. Ich stehe mal ein bisschen Model hier. Ich bräuchte mal. Ich muss meinen Bart wegnehmen, dann wäre ich cool. Was? Du wärst cool, wenn du deinen Bart wegnimmst? Wieso? Hallo. Der Bart ist doch mega cool. Hallo, ich bin, Was hast du gegen deinen Bart? Der ist mega cool. Nein, aber ohne Bart würde ich einem Typen ähneln und ein bisschen weniger Muskeln. Wenn du mir genauer auffällt, wenn du mal den blauen Hut achtest, der allerdings nur in einer Folge vorkam, aber die Klamotten an sich, in jeder Folge meistens. Der nur in einer Folge vorkam, aber der sonst... Blaue Hut kam nur in einer Folge vor, aber der restliche Anzug kam fast immer vor. Ich bin Charlie aus Good Halfman. Der hat auch immer solche Klamotten an. Auch immer so eine Mini-Shorts und irgendwie so ein... Ich dachte, da hinten an. Leute dürften mich jetzt virtuell schlagen. Virtuell. Ich kenne Tour in der Halfman nicht, beziehungsweise hab nur einmal gesehen. Ah, okay. Passt schon. Ganz ehrlich, ich finde Tour in der Halfman langweilig, genauso wie alle anderen Soaps. Ja, aber ich trotzdem genauso was wie der Typ. Ja, es kann sein. Stirb! Hui! Leute, die das kennen, würden mir vielleicht zustimmen, weil der blaue Hut ist nämlich in einer Folge vorgekommen, wo... Ja, der hat den Alan, hat den Charlie halt geschenkt. Sagt euch vielleicht sogar was, aber naja, egal. Finden sie trotzdem irgendwie lustig aus, der Typ. Es geht mit dem. Ich hab ihn in den Boden gerammt. Ja, ist er tot. Oh, da ist gerade eine Bandenoperation. Gut, dass du mich gerade hier abgeworfen hast. Auch wenn es jetzt toll ist, die Bandenoperation kaputt. Nein, ist er nicht. Bei mir nicht. Bei mir sind keine roten Anzeigen mehr. Bei mir schon. Ja, dann mach ich kalt. Mach ich. Weil ich kann es nämlich nicht mehr machen. Ich bin im Matrix-Style ausgewichen. Und ich sterbe gerade im Matrix-Style. Falsche Waffe. Ja! Oh Gott! Alter, da kam ein Typ mit der Panzerfaust. Bleib doch mal ruhig hier, ey. Gott, wie die alle austicken. Tschüssikowski. Hat das Ding Raketenwerfer? Sehe ich das gerade richtig? Ja, hat es. Was ist das für ein Boot, bitteschön? Ich will auch das Boot haben. Das hat sogar ein Maschinengewehr. Oh, scheiße. Lässt mich einfach allein zurück. Wo bist du denn? Ach, da. Nimm mich mit! Ja, spring auf, Johnny! Yeah. Ja! War jetzt irgendwie unepischer, als ich dachte. Ich komm hier nicht hoch! Ich kann doch. Jetzt kann ich drücken. Ich bin dran. Ah, du steuerst wieder die Waffen. Ja. Zack. Ein Boot. Wie weit man wohl nach außen fahren kann? Ey, wenn du schon so ein Typ bist, da hinter uns ist ein Heli, schieß ihn ab. Ist weg. Ja. Einfach weg. Das habe ich jetzt auch gesehen. Das ist ein Trick. Er ist da eigentlich noch. Das ist ein Tarnmodus. Ja. Ist der Tarnmodus auf den Hubschraubern. Tarn. Guck, da war so ein Plöpp. Guck, das ist der Tarnfeld. Das Tarnfeld oder so. Ja. Dieses Boot ist sehr. Da gibt's was zu kaufen. Komm, lass uns hier aussteigen. Da oben ist es. Lass es zurück. Ja, man kann sogar. Boah, wieso ist das auf einmal so schnell? Ich will hier raus. Oh nein, ich will hier raus. Oh Gott, ich. Komm schon, ich will rauf. Komm schon. Ja, ich hab's gleich. Ach, okay, scheiß drauf. I always come out on top. Das Gefühl, wir werden gerade von sehr vielen Menschen umgebracht. Ich hatte komm das, her! Und ich hatte das Gefühl, dass man hier was kaufen konnte. Wo ist denn das? Tschüss. Ich glaube da hinten, wo ich gerade hinlaufe.
Oh oh. Das ist ein. Moment mal, ist das ein Domizil? Moment mal, seit wann konnte man sich einfach so Domizile kaufen? Ach, weißt du was, das ist der Flucker. Ah. Haben wir den nicht eigentlich schon? Das ist eine ziemlich fette Massenschlacht hier. Mit den ganzen Passanten. Aber eigentlich, ja, haben wir den Flughafen nicht schon gehabt? Nein, wir hatten noch keinen Flughafen. Okay, ich bin tot, Hilfe. Tja, du bist tot und ich hab nicht genug Geld. Und ein Typ mit einem Scharfschützengewehr verfolgt mich gerade. Wie teuer ist denn der? 15.000. Hey, kann ich mir kaufen. Ja, kann ich mir auch gleich kaufen, aber du kannst ihn eh nicht kaufen, weil ich wieder Horster bin. Und nur Horster können Domizile kaufen. Nein. Doch, leider schon. Wieso? Ach Gott, nein, ich will nicht sterben. Rette mich! 4 Sekunden! Letzte Sekunde. Jawohl! Ich habe mich geopfert für dich und jetzt renn! Renn! Tut mir leid, ich muss noch aus Wut jemanden. Ja, genau! Renn genau in die. Renn genau in die Mitte von denen. Super! Du bist echt schlau! Oh oh! Au! Ja, tut mir leid. Hier werde ich von 1000 Scharfschützen abgeknallt und. Titanschütze ins Wasser. Lade nach! Oh Gott, das sind so viele! Stirb! Und schmeckt das! Tot! Oh oh! Ja, jetzt sind wir beide tot, mein Freund. Mhm, richtig. Das war's vom Let's Play with Saints Row the Third. Hör aber verarscht, man kommt einfach am Krankenhaus wieder. Das Krankenhaus hat uns geholfen. Wir leben wieder. Obwohl wir 1000 Menschen umgebracht haben, das Krankenhaus hilft immer. Und es kostet auch nur ein bisschen. Es ist drauf verlassen. Also. Wenn uns gehört, bezahlen wir noch nicht mal irgendwas. Seid ihr ein Massenmörder oder ein, Bringt euch um und ihr wacht im Krankenhaus wieder auf. Genau. Hallo. Und jetzt an die, die keinen Realitätssinn haben. Das war ironisch. Macht's nicht, bitte. Macht's auf keinen Fall. Und wenn wir später noch hier gesagt, ja, jetzt. Die haben das doch gesagt, wir sollen das machen. Ja. Super. Da drüben ist ein riesiges Haus mit 2 Titten drauf. Ja, da bin ich gerade auf dem Weg und hier rastet gerade ein Typ aus. Der hat wohl die Titten gesehen und dachte so, oh, Titten, oh mein Gott. Klatsch gegen die Wand. Ja, shows every 3 minutes. Okay. Wie? Every 3 minutes gibt es diese Titten zu sehen, oder was? Peep Show, Wild Girls. Ich will rein. Geht aber nicht. Du benutzt einfach die falsche Tür. Okay. Live Girls. Du benutzt bestimmt die falsche Tür. Es gibt bestimmt eine Hintertür, die dann auch noch. Wide open. 24 Stunden und 7 Tage. Ich kann mich? Nee, doch nicht. Nee, passt schon. Passt schon. Nee, man kann hier nicht rein. Nee. Es ist alles nur ein. Du hast eine Stack-Waffe. Warte mal. Das ist ja auch ein Stack. Ich greife dich durch das Ding hier an. Meiner! Lass dir die Ruhe! Dann brich ihm wenigstens das Genick. Das ist wenigstens noch freundlich gemeint für ihn. Okay, mit einem Treffer. Yeah. Da! Stand over there! Wir es auch können. Mit dem Auto, ne? Wow! Da ist ein Panzermission, Panzermission, Panzermission! Au. Meins! Ha! Du warst zuerst da. Ja, 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 das war ich. Okay, wir machen ab sofort richtigen Pro-like. Hier. Wir zocken das Spiel jetzt durch wie, Rush Hour. Not. Waren da gerade Flieger über uns? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir sehr viele Sterne und das kann sehr gut möglich sein, dass wir auch sehr viele Leute über uns haben. Und als naja, umso sicher, einfacher. Ich muss gerade. Hier hinten fliegt ein Laster, der ich. Verdammt, ich kann meine Kombi nicht halten, warum das denn nicht? Dabei hätte ich die eigentlich haben sollen, die Kombi. Naja. Weil ich diese ganze Sachen hab. Getcha. Sind das Bürotypen, yo? Business-Typen greifen mich an, ich glaub's nicht. Tja, man merkt's immer. Büros machen krank. Ja. Zwar nicht nur im Kopf, sondern auch im Geiste. Ja. Das ist der Kopf. Nee, der Geist ist im Herzen. Ah.
Verstehe. So. Der Geist ist das, was man nicht sieht, weil es nicht existiert. Wir haben gleich schon gewonnen übrigens. Ja, weil wir auch nicht so schlecht sind. Seht ihr das nicht? Nein, wir sind gut. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-O-K. Nein, ich meine K-L-G meine ich. K-L-O-K. Okay, ich musste soeben eine Hochzeit anscheinend kaputt machen. Warum auch immer. Ah. Na, was haben wir denn hier? Ein Jet. Oh, da wollte ich gerade Tankstelle explodieren lassen. Wow, 4.400 für einen Sachschaden von über 1 Million. Voller Lohn. Also, jetzt wisst ihr, Randalismus lohnt sich nicht auf der Welt. Richtig, das, was ihr an Geld kriegt, ist ja gar nichts. Ist ja nichts. 38% in diesem Bezirk besitzen wir jetzt. Au. Wow, also das passiert mit Tankstellen, wenn man mit Laser drauf zieht. Also, niemals Laserpointer an. Tankstellen. Hua! Au. You, los, fahr weg, Roller, fahr auf deinen. Oh mein Gott, was geschieht hier? Ich bin tot! Was war das? Junge! Mein Roller ist so cool. Was war das? Hm? Ich glaube, das war der Typ, der... Nein! Das muss ich nochmal probieren.